Morgen, Jungs. Und Mädels. So, diese Woche wird es eine etwas andere SCP-Episode geben. Ihr seht schon, wir Special. Sind hier bei SCP-914 in der Containment Chamber. Und zwar haben wir vor, so ziemlich jedes Item, das es gibt, durch 914 zu jagen. Und wenn was Besonderes passiert, dann zeigen wir es euch. Jo. Womit fangen wir an? Mit der Gasmask. Ruff. Oder? Also ist das. Machen wir mal Ruff. What is. Also Gasmask Ruff. Ist dieses Ergebnis hier. Ist dieses Ergebnis? Kannst du es aufheben? Nee. Aha. Okay. Interessant. Gut, nächstes. Course. Ja, oh mein Gott, 1:1, was wird passieren? Fine. So, das war jetzt fine. Hat nichts gemacht, oder? Nee. Ja gut, dass ich mir jetzt, dass sich die Stamina schneller regeneriert, ne? Bei den Keycards haben wir uns jetzt Folgendes ausgedacht. Wir spawnen uns direkt gleich 8 Stück, so viel wie ins Inventar passen von den Level 1. Overkill. Oder? Machen wir eigentlich, ist bei den ganzen Keycards ja alles dasselbe, ne? Entweder es geht ein Level höher oder nicht. Ja. Deswegen hätte ich jetzt einfach gesagt, dass ich bei jeder Schalteranstellung jetzt mit der Level 1 Keykarte jeweils 8-mal alles durchprobiere. Weil es ja dann eine bestimmte Wahrscheinlichkeit geht. Du meinst, nein, wir spawnen 8. 8 Level 1 Karten. 8 Level 1 Karten. Und machen die auf Rough. Ja. Ja. Jagen die durch, schauen was rauskommt. Dann spawnen wir nochmal 8 neue Karten Level 1 und machen die auf Course und so weiter. Und so weiter, ja. Dann mach das mal. Weil da haben wir dann, denke ich mal, alle Wahrscheinlichkeiten mit abgehakt. Oder willst du dir von jedem Typ eine spawnen? Hm. Ah, du weißt nicht, was welche dann welche wird, wenn eine gleich bleibt oder so. Na, mach dann Level 1. Nein. Ja, okay. So machen wir's. 7 Keycards Level 1. Rough. Hübsch sein, oder? Ja. Okay, die stapeln sich ordentlichst. Irgendwann ja, aber, haben wir. 100% Verluste. So. 7 Keycards Level 1. Of course. Ich denke, auch hier werden wir an die 100% Verluste haben. Macht Course überhaupt was? Ja. Macht kaputt. Ja. Es hat nur kurz gezuckt, ich hab's gesehen, aber. 1:1, kann man gleich so lassen. Kann man so lassen. Kommt bestimmt weg. Ah ja. Nur Spielkarten. Geil! Jetzt können wir, hey, wenn du nochmal machst, dann können wir fast schon ein Kartenspiel zusammenstellen. Das ist voll aufwendig wieder. Wir hier treiben. Oh, der Schlüssel schnallt dir dann zurück, wenn es fertig ist. Oh ja, das habe ich auch noch nicht gesehen. Sogar schon bevor es fertig ist. Oh, was hast du gemacht? 1:1. Nein, fein. Fein hast du gemacht. Aber es hat bei fast allen geklappt, ne? Bis auf die eine. Kann man sagen, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Siebtel statistisch gesehen werden dann aufgelevelt. Ja, und ein Siebtel wird zu einer Playing Card. Warum es nur 7 sind, wir haben den Rest daneben gedroppt. Eben. Ja, wäre das jetzt eigentlich interessant gewesen? Nee, ich erzähle nur ganze Zeug. Okay, ja, dann geht's weiter mit Very Fine. So, jetzt haben wir die prozentuale Wahrscheinlichkeit für eine Omnicard. Unter 50%. Okay. Also ausgehend von einer Level 1 Karte, muss man an der Stelle sagen. Stimmt, wir müssten eigentlich. Ah, das ist ja richtig cool.
Ah, vielleicht sind es auch 50%. Du kannst ja jetzt hier nicht sagen, wir haben ja eine ungerade Zahl, du kannst nicht sagen, eine Karte ist halb-halb oder so. Deswegen ist eine Karte entweder oder. So, also First Aid Rough. Rough ist kaputt. Also Course ist auch kaputt. So, das Blue First Aid Kit. Was steht denn da jetzt? Auch steht auch Blue? Was macht das? Wissen wir nicht. Egal. Oder nimm's mal. Ich glaube, das ist einfach nur, ist einfach nur blau. Hat aber denselben Effekt. Nimm's mal. Ja, das ist genauso egal. Ich muss verletzt sein. Was? Aber ich habe das schon mal gelesen, glaube ich. Small First Aid Kit. Das ist jetzt zu einem Small First Aid Kit geworden. Was hast du gemacht? Oh, fein. Aha. Strange Bottle. Ja, nimm es nicht. Wir können ja kurz erklären, was es macht. Das ist ja random, ne? Was passiert? Entweder es heilt dich komplett oder es zerstört dich komplett. So Ja, ungefähr, so dass oder? man langsam innerlich verblutet. Genau. Und das Strange Bottle ist irgendwo da hinten dran. Oh, guck mal, da ist noch eine Gasmaske. Ist noch egal. Ich habe das auf Rough gemacht, ne? Ja. Also das Blue First Aid Kit überlebt scheinbar auch Rough. Jetzt kann man ihn drin lassen. So. Ja. Dann raus damit. So. Da hat er wahrscheinlich einfach vergessen, einen Ding, einen Fall, einen Case zu programmieren für diesen. Weil Das kann der sein. hat nicht gedacht, dass noch jemand das Bug hineinwirft. Report! Ja, Bug Bug Report. Report! So. Oh, das ist blau und deswegen unzerstörbar. Eindeutig. Okay. Ballistic West. Rough. Lang gedauert jetzt, oder? Wer hätte es gedacht? Schaut doch komisch aus. War schon immer so. Vielleicht durch unsere intensive Verwendung heute. Abnutzung wahrscheinlich. Verschleiß. Ja, genau. Oh, jetzt auf Course. Also wir hatten bis jetzt noch nichts, was auf Rough oder Coarse irgendwas gemacht hat, außer Blue First Aid Kit. das Blue, das ist das Einzige, das bis jetzt überlebt hat. Das muss man hervorheben, hallo? Aber was Neues passiert ist da nicht. Nein, es hat überlebt. Also man kann damit die meisten Items aber nur vernichten. Aber wozu dann Rough und Coarse? Wahrscheinlich ist es, steht so in dem Foundation-Wiki und er wusste einfach nicht, was er mit den Zuständen anfangen soll. Denke ich mir. Hat einfach keine Idee. Aber wie jeder. Was hast du gemacht? 1 zu 1. Ja. Sonst. Slightly encumbered. Slightly encumbered, ja, das ist dasselbe. Heavy. Okay, was macht die? Schützt die noch besser? Boah. Bist du dann an Ding? Ich kann mich auf jeden Fall nicht mehr so schnell drehen. Heavy, ja. Aber, naja, also rennen kann man noch schnell. Aber bist du nicht langsamer oder so? Das kommt mir gerade so vor, irgendwie. Oder nur die Drehung. Ja, die Drehung ist langsamer. Seltsam. So als ob die Mausempfindlichkeit Vielleicht geringer ist sie wäre. auch Und besser. die Stamina, die geht auch nicht mehr so hoch. Nicht ganz so krass wie beim Ring, aber Ja, hoffentlich hat die auch eine gute Wirkung. ja, die hält wahrscheinlich auch ein paar mehr Schüsse aus, gehe ich davon aus. Unbesiegbar. Bist du jetzt. Okay, also auf Fine Ballistic West kriegen wir eine Heavy Ballistic West. Wisst ihr Ich Bescheid? überlebe jetzt auch rough. So, und very fine. Müsste es ja eigentlich nur was Besseres machen. Ja, die ist jetzt wahrscheinlich so stark wie die Heavy, aber ohne ihre Nachteile, oder? Mit Laser. Mit Laser?
Was? Weiß nicht. Dann versucht das Ganze noch irgendwie zu steigern. The best is too heavy to pick up. Oh man, wie soll man die jetzt da rauskriegen? Too heavy to pick. Okay. Das ist ein geiler Gag irgendwie. Ja. Kannst du sie jetzt. Nee, du kannst sie ja nicht mehr rücktransportieren. Nee. Ja, toll. Ja, jetzt ist halt da drin. Ja, lass sie da liegen. Ja. So, SNAF 300 Navigator. Rough. Nicht wundern, ich habe jetzt da zwei reingeschmissen, weil ich einen zu viel gespawnt habe. Und weil ich jetzt schwer davon ausgehe, dass es die eh zerstört, habe ich schon mit zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Was? Jetzt habe ich zweimal Electronical Components. Das hatten wir schon mal, ja. Ja, okay. Ja. Also macht dasselbe. Ja. So, jetzt haben wir. SNAF. Der hat keine Zahl. Battery. Machen wir Battery? Achso, hat er nee, doch. Oder. Was ist mit Connect dem? To Map Database. Ah, kann der irgendwann SCP vielleicht erkennen? Ich weiß nicht, der Ultimate hat es auf jeden Fall gekonnt. Der hat die SCPs angezeigt. Der ist jetzt hier gar nicht aufgelistet, zum Beispiel. Der SNAF einfach. Weil jetzt ist der 310er. Nee, ne? Das weiß ich nicht. Das würde ja dastehen. Das probieren wir danach aus, was dann kommt. Hat ein rotes Display. Wahrscheinlich ist das die einzige Änderung. Die Tasten schon. Ist das vielleicht aus einer älteren Version der? Nee. Schaut ansonsten genauso aus. Gut. Dann geht's weiter mit. Fein. Ist jetzt der 310? Ja. Ja. Was macht der? Das ist jetzt quasi. Nee. Der hat die Map schon und der andere hat dann die Map, die SCPs und die Map. Und die SCPs, okay. Ah, haha. Raffiniert. Technical Accomplishments. Ja. Gut, es sind keine SCPs in der Nähe, deswegen sieht man es nicht, aber. Erfahrungsgemäß können wir es bestätigen, ja. Dass es SCPs anzeigt. Insofern. Und er hat keine Batterieanzeige. Der hat unendlich. Der davor hat noch eine gehabt? Der hatte irgendwelche Anzeigen, ja. Hazmat Suit. Krieg ich den überhaupt rein? Okay. Rough. Zerstört. Ausgelöscht. Oh, ein. Aber etwas. Ekliger Fleck. Ist halt geschmolzen. Anders, ja. So cool, wie er da steht. Es fällt vor allem nicht. Deswegen kannst du es wahrscheinlich gut platzieren. Meinst du? Nee. Dass die Physik damit einberechnet ist. Ja. Wenn das Item keinen sicheren Halt hat, dann landet es auch sonst wo. Ja. Also auch Quarks. Trotzdem haben wir so einen ekligen schwarzen Fleck da drin. Ja, der wird immer größer. Irgendwann kommt dann der Ding 106 raus. Ja. Wenn wir nicht die Säbel hätten. Ja. Den haben wir nämlich. Weiß wieder keiner. Disabled. So. 1 zu 1. Oh, es gibt den Mysterious Head. Das ist jetzt wahrscheinlich der. Test mal zu. Hier steht aber Mysterious. Also steht nicht da, dass es bei Fine kommt, aber das ist der nächste. Und es gibt ja nur den einen eigentlich. Das ist der bestimmt. Der macht was mit meiner Stamina. Hast mehr Ausdauer, ne? Übel viel, Alter. Das ist jetzt auf Fine. Okay, aber der Standard ist heavy. Macht aber dasselbe mit meiner Stamina wie der andere auch, also quasi unendlich. Aber der ist bestimmt so kugelsicher oder so. Das könnte sein.
Steht aber nicht, was er macht. Nee, man kann da draufklicken, aber. Ja, gut, jetzt gerade schlecht. Das ist gerade ein bisschen. Also, wir gehen davon aus, dass es der Heavy Suit ist. Ja, andere Möglichkeit gibt es ja eigentlich nicht. Junge. So, Radio, Rough, Engage. Electronical Components. Ja. Wieder Electronical Components. So, Radio 1 zu 1. Ah ja. Also ich habe jetzt gar kein Item da liegen sehen, gell? Echt? Ja, aber ich konnte was aufheben und dann... Jetzt Stapel ist schon zu dick wahrscheinlich. Jetzt habe ich das Radio, meinst du? Naja, aber... Das ist auch nicht anders, oder? 1 zu 1 war das richtig? Ja. Mit dem Unterschied, dass das jetzt funktioniert. Die anderen funktionieren nicht, solange ich keine Batterie rein tue. Ein Radio liegt drin. Fein. Das ist dann das Fine Radio. Aber 1 zu 1 habe ich ja dasselbe bekommen. Und der geht dann crazy. Wie heißt der? Very Fine Radio. Ja, der ist wirklich very fine. Da kann ich auch nicht mehr Channel switchen. Die Animation war gut. Müsste verschwinden. Ja, ich glaube, das passiert auch. Ja. Nice. Ja, ist auch noch auf der Fläche, schau. Die geht ja bis zur... Wieder nix. 1 zu 1, 18 Volt Batterie. Nein, der stirbt man auch nicht. Jetzt mach ich fein. Ach, kommen da nicht vielleicht zwei raus? Haben wir das nicht schon mal? Das ist die Killbat. Ja, was ist dann very fine? Seltsam. Finden wir es heraus. Ich hätte doch die 18 Volt bei Fine gemacht und die Killband bei Very Fine. Das ist voll die Unlogik. Vielleicht kommt jetzt was Besonderes. Ein Drache. Warte ab. Ein Drache. Auch eine Killband. Guck, das ist dumm. Die hinterste. Also sind es die normalen Revision Eye Drops? Ja. Okay, aufpassen. Und auf Rough. Rough. Fangen wir an, wie immer. Und los geht's. Engage. Oh, ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Naja. Da kommen Schnipsel raus. Oder eine Pfütze. Okay. Of course, of course. Pass auf, der schnallt zurück. Schnipp. Wunderschön. Diese Animation. Noch eine Pfütze. Wer hätte es gedacht? Okay. Oh, das sind die Red Vision, richtig? Red Vision. Nicht reinhauen? Red Vision, sondern Red, ja, außer, oder? Jetzt musst du wahrscheinlich nochmal loaden und, ja, hast du sie jetzt überhaupt benutzt? Ja. Aber lieber schnell weiter, bevor ich sterbe. Wahrscheinlich blinzelst du jetzt häufiger. Nee, die Blinzelstamina. Geht entweder gleich oder minimal langsamer, aber ich. Es sieht so aus, als ob es unverändert weitergeht. Okay, also Red Vision macht. Nichts anscheinend. Auch keine Red Vision. Ist das eine Strange Bottle? Eye Drops. Nur Eye Drops. Ah, davon sind wir unscharf, glaube ich, kann das sein? Aber welche, da hast du so voll unscharf gesehen. Weil ja, aber die Augen machen bis jetzt überhaupt nichts. Bei irgendeiner konnte man nämlich nicht mehr blinzeln. Dann sind die Augen irgendwann ausgefault.
So in etwa. Ja, aber die beiden, die wir bis jetzt getestet haben, die Red Vision, die normalen iDrops, die machen bis jetzt überhaupt nichts. Ja, anscheinend. Man muss sich erst verteilen, so ein bisschen. Ja. Okay, wollen wir mal, probieren wir es mit Verifyen. Da muss jetzt was passieren. Das sind die, wo man nicht mehr blinzeln kann. Du kannst nicht mehr blinzeln, das ist gut für SCP-173. Ja, pass auf, es gibt die Revision, das sind die normalen. Dann gibt es die Red Vision. Es gibt Fine Eye Drops. Hast du jetzt Fine gemacht? Nee. Davor war Fine, da standen nur noch Eye Drops. Dann waren es die Fine Eye Drops wahrscheinlich. Und die Very Fine. Und das sind jetzt die Super Eye Drops. Und jetzt. Ah ja, das sind dann die, die so abgehen. Okay. Okay, lade ich jetzt mal den nächsten. Ja, warte mal. Wird es schlimmer? Nee. Nee, aber du musst jetzt nicht mehr blinzeln. Ah, das sind die. Jetzt am Anfang musst du nicht mehr blinzeln. Die Google Eyes are starting to hurt. Du kannst auch gar nicht mehr blinzeln, gell? Ja, aber du irgendwann verkackst du dann. Oder? Weil deine Augen hurten. Okay, warte, spawn jetzt mal nochmal die normalen Eye Drops. Es wird langsam blurry. Ja, spawn dir mal jetzt nochmal die normalen Eye Drops, ob die jetzt dagegen helfen. One item. Oder welche willst du dann? Die normalen, die Revision Eye Drops. Ob die jetzt dagegen wieder helfen. Unlogisch. Ja, okay, dann sollte man die Verifine einfach nicht nehmen. Wir haben die doch früher benutzt, um durch den Raum mit SCP-173 den Serverraum zu kommen. Und ja, weil wenn du blinzeln musst, dann machen die in dem Moment, wo du die nimmst, füllen die dann eine Blinzelanzeige wieder auf. Ah, oder nee, die machen die normalen, die haben wir nämlich jetzt gar nicht eingesetzt. Wir haben nur die, wo wir in den Automaten schon rein haben, probiert. Ja. Die normalen machen, dass du langsamer blinzelst. Weiß ich noch. Aber wir sollten jetzt. Ja, aber das war auch in einer früheren Version. Ja, ja. Jetzt kannst du langsam hier neu starten. Damit. Wie fällt. Flatsch. Rough. Einmal rough, bitte. No organic matter is to be entered at all times. Die läuft dann so wie so eine Spinne so rum. Ja, wie bei der Addams Family. Da gab es auch so eine Hand. Okay. Kennst du nicht? Nee. Nicht mal Blut. Sieht man wahrscheinlich wegen dem ganzen Zeug hier nicht. Ja. Okay. So, 1 zu 1, wir haben jetzt erstmals etwas bekommen. Severed Hand. Aber scheinbar kein Unterschied. Duck. Die ist auch nicht black. Gibt's vielleicht für die Black Hand einen anderen Scanner, wo nur die Black Hand funktioniert? Meinst du? Hatten wir schon mal einen Scanner, wo die Hand nicht funktioniert hat? Ich weiß es nicht. Hatten wir schon. Es gibt mehr. Ist es nicht die Black Hand? Die da auf dem Boden liegt? Die schaut ein wenig dunkler aus. Ich schmeiß die andere daneben, hoffentlich. Ja. In die Wand. Also. Ich sag dir, ich hoffe, die fliegt nicht in die Hand, Wand. Ja, geil, ey. Können die anderen noch daneben droppen? Die ist echt black, oder? Nimm sie mal nochmal und schmeiß sie da vorne daneben, wo Licht ist. Ja. Wir haben es kurz gesehen. Zu 1? Ja. Was haben wir jetzt hier? Clipboard. Das sieht aus wie immer, aber guck mal, das bewegt sich so leicht nach oben. Aha. So, Clipboard, fein, eine extra Reihe, wie es scheint. Ja. Meinst du, das ist für eine Person? Ja, Achtung, das ist jetzt Quadruple. Ich hab das Wort voll Quadruple. Boah, vor allem ist es schön, weil es. Nee, ist nicht quadratisch, scheiße. Was? Ist nicht quadratisch. Das sind 5x4. Ja. Das ist keine N-Kreuz-N-Matrix. Genau. Okay, next one.
Okay. Ah, nee, das ist natürlich nicht richtig. Guck die okay. Refreshing Data in. Aber was dann passiert, wissen wir nicht. Ja. Kein blassen Blasenschimmer. Außer, dass es irgendwas refresht. Ja. Dann refreshen wir nochmal auf Verify hier. An der Stelle möchte ich ja nochmal kurz sagen, in Box of Horrors war es so, dass die Verifying Night Vision Goggles dir die Position von SCP-173 angezeigt haben. Wie das jetzt da gemacht wurde. Keine Ahnung. Schreibt in die Kommentare. Stimmt eigentlich. Wenn ihr was wisst. Ah, die hat eine kürzere Zeit. Jetzt hat. Echt? Was hatte die andere? Achso, nee, die hat auch. Hä, aber die hat gerade bei 5 angefangen, wo ich es aufgesetzt habe. Ja gut, das ist halt ein globaler Timer wahrscheinlich. Ach, und nicht so, der, ja, der erst ja, aktiviert, ja, wenn ja, es ja, aufsetzt. Ja, ja. Dann hat die ja echt keinen Unterschied. Wahrscheinlich von der Systemzeit abhängig. Das ist jetzt dieses Panel, das man bekommt in dem Raum mit der Maske. Ne? Ja, und den Typ da rauslässt und da reingeht. Warte, wir haben jetzt ein Panel bekommen, jetzt haben wir so einen Ingot. Ingot, Alter. Was ist ein Ingot? Ingot, kannst du es benutzen? Nee. So cool. Ich glaube, den Wunsch wird man nicht erfüllen. Ingot. Schaut aber ziemlich genauso aus. Die sind irgendwie schön. 1 zu fucking 1? Ja komm, kannst nicht überall was rausbekommen. Irgendwo muss dann was Kaputtes rauskommen. Hä? Was? Mach bitte nochmal. Okay. Das ist nicht richtig geplaced. Ja, doch, ich habe geschaut, es ist drin. Ja, vielleicht schaut es nur so aus. Wenn es jetzt nicht mehr klappt, dann geh nochmal zurück und place es nochmal neu. Das kann doch nicht sein. Siehst du? Siehst du? Ha. Thought? Nee. Tuft Proof Shield? Thought, Tuft. Was war denn das? Thought? Ich weiß es nicht. Thought. My English is not very good. Ach, weil der von so übernatürlichen Dingern unbeeinflusst vielleicht bleibt. Ja, dann würde Ruff doch auch nicht funktionieren. Können wir uns damit auch equippen? Schaut das jetzt irgendwie anders aus? Mhm. Ich spawn aber neues. Nochmal auf 1 zu 1, oder was? Nee, jetzt machen wir fein. Das ist anscheinend so. Das war jetzt ein Achievement. Okay. Na gut. Hä, der ist echt geproved, ey, da drüben. Bastard. Das ist echt ein Witz. Komisch. Oh. Okay, nächstes Item. Oh, der hat Ruff überlebt. Setz mal auf. Ob das so gut war, die jetzt aufzusetzen? Wie hier das? Ja. Setz nochmal auf. Nein, da kommt doch dieses andere Spastifie. Ja, aber das ist jetzt, die ist ja jetzt durch den Ding durchgekommen. Meinst du, wir können das Viech da reinlocken? Alter, folgt uns. Ich setz lieber ab. Die hat keine Wirkung. Aussetzen. Komm dasselbe. Wenn der hier drin steht, ich schreie. Creepy Sound. Auch wenn der nicht so creepy ist. Okay, bin wieder erschrocken. Did you do?
Er ist wieder aufgetaucht. Wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn jetzt? Lieber absetzen. Okay, nächstes Item. Very fine. War wichtig. So, schaut schon mal gleich aus. Heißt auch gleich. Macht auch dasselbe. Also fünfmal quasi. Ja. Gleich. Okay, nächstes. Passiert absolut nichts. Ja. Es lohnt sich nicht, Leute. Schmeißt es nicht in 914. Nächstes Item: SCP 513. So, bei der Glocke, das haben wir schon mal ausprobiert, ne? Ja, hat einer auf einen Zuschauerkommentar hin, dass etwas passiert, wenn man die Glocke auf Rough macht. Aber was das jetzt war, weiß ich nicht mehr. Verladen müssen einfach nochmal ein. Und der Ghost aus. Nee, das war's gar nicht. Das wäre geil. Wenn es bei zum Beispiel bei Verifahren oder so. Ja. Kommt der jetzt? Ich hoffe nicht mal. Nee, ich glaube, der ist damals nicht aufgetaucht, als wir es gemacht haben. Da ist auch nur irgendwas Komisches passiert, aber der Ghost ist nicht aufgetaucht. Okay, dann und die Glocke ist weg. Ne? Ja, das können wir so festhalten. Ja, wieder. Können wir gleich weitermachen. Put. Der Thumbnail. Put. Wieder. Schon wieder nichts. Kam die Glocke jetzt jemals schon mal raus? Nee, ne? Nein. Wieder nicht. Dann können wir das ja, hier gut, nur festhalten. Dann wird die Glocke einfach durch die durch 914 zerstört. Also sie kommt nicht wieder raus und bei Coarse und Rough ist halt so ein creepy Sound. Ja. Aber ansonsten bringt es eigentlich nichts. So, was haben wir? SCP-714. You put the ring on. Warte mal, bleib mal stehen. Ja, scheint das exakt selbe zu sein. Sprich, die Stamina ist unten. Bis auf zwei Striche. Okay. Und wir gehen mal davon aus, dass die Effekte Mental Sheet und so dieselben sind. Wieder dasselbe. Du testest es immer nur so kurz. Da kann man dann nicht eindeutig sagen, ob es dasselbe ist. Na, also schon. 100.000 Klicks sind drin. Wäre wünschenswert. Ja, aber ich denke mal so, selber Effekt. Mit dem Real Life, wo er den einen verarscht hat. Zwischendurch der ganze Zeit mit deinem T-Shirt ab. Da juckt die Nase. Dann kratzt du dich mit deinem T-Shirt. Ja. Weil da keine Bakterien hat. Was denkst du? Key to the forest. Oh. Ja, okay, vorher hast du den nicht aufgesaugt oder was? Ach, dann war das vorhin bei der Metallplatte vielleicht auch. Deswegen. Das kann da sein. Ja, okay. Oh yes. Oh yes. Rough. Wir müssen jetzt alles lesen und kannst du dir gleich SCP 500 spawnen. Meinst du echt? Um dich zu healen. Ich muss ja noch mehr eingeben. Toll. Gut gemacht. Danke, Obama. Oh, halt. Da sind okay. Items. So dasselbe. Ist das gleiche? Chickenpox, ja. Verwirrt. Und viel besser. Ja, schon besser. Ja, und das ist auch die Frage, ob es was anderes anzeigt, wenn es nochmal gespawnt wird. Oder ob es in jeder Session immer dasselbe anzeigt. Oder in jedem Spiel zumindest halt, ne? Ja. Weil ein und dasselbe zeigt immer dasselbe an. Logischerweise. Chickenpox, ja, ist dasselbe. Wir können mal da reinschauen. Chickenpox wieder. Ja, dann ist es wohl in jedem Game einfach dasselbe. Ja. So einen das State. Ist sehr langweilig. Egal, jetzt fix das mal. Ist auch langweilig, dass immer dasselbe hier rauskommt.
Jetzt kommt etwas Anormales. Nichts! Ich höre da nichts. Und das Papier haben wir nicht rein, man kann kein Papier spawnen. Nein. Ey, der hat bei 1 zu 1 auch sich ausgelöscht. Kann nicht sein. Wo kriegen wir die Cigarettes her? Ja, das wird ja als separates Item. Wieso liegt da einer? Ist das Cigarette? Kam die da raus? Scheinbar. Meinst du echt? Misplaced. Okay. Willst du es retryen? Soll ich die nochmal reinhauen? Die Cigarette? Nee, kann ich oder willst du es retryen? Nee, ich mach jetzt mal was bei dem kommt bei. Achso, mal probieren, das stimmt doch, oder? I don't have anything to light it with. Na gut. Aber Leiter gibt's keinen, ne? Nee. So. Gut. Ist wieder da hinten rausgespawnt? Okay, dann liegt's echt da dran. Join. Da stirbst du jetzt. Man, I do need to take a nap. Jetzt? Dann sind wir dort. Found in a comatose state in data rejected. Smiling widely? Der droppt hier einfach. Da steht derselbe Text da. Vielleicht wachen wir wieder auf dann? Nee, denke ich nicht. Selbe Text. Oh, ist der größer geworden? Hm, weiß ich nicht. Glaub nicht. Da ist nichts rausgekommen. Nothing. Also der Empty Cup kommt scheinbar immer wieder raus. Im selben unveränderten. Was macht er? Was machst du? Nein, was macht er? Nein. Na, aber nein. Document spawned, motherfucker. Und welches Dokument? Ah ja. Wie ich es einfach eingegeben habe. Und das willst du jetzt machen? Ja, auf Verify noch. Dann kommt nämlich Origami raus. Ja.